Okay, yep. Mal los. Ja, also heute halte ich einen Vortrag über Symbos. Das ist ein Multitasking-Betriebssystem für C80-Computer, das ich halt programmiert habe. Vor ziemlich genau 19 Jahren habe ich so die ersten Zeilen Code geschrieben. Und ja, und bevor ich jetzt anfange, da in den Vortrag zu gehen, weil es wahrscheinlich noch nicht jeder mal gesehen hat oder sowas, halt, wollte ich mal kurz ein Video zeigen, wie das so läuft. Video. Hier sieht man halt, das war auf so einem Treffen auf dem MSX-Meeting, da lief das auf 6 verschiedenen Rechnern. Das sind verschiedene Plattformen, das ist MSX-Computer, CPC, das läuft auf dem PCW, das ist der, den kennen wahrscheinlich eher die meisten als Joyce, auf dem Enterprise, der ist wahrscheinlich nicht so bekannt. Das hat halt eine grafische Oberfläche, die ist sehr stark an Windows 95, 98 angelehnt. Und ja, hier sieht man halt, wie ich da ein bisschen rumklicke. Das ist jetzt halt ein Original 4 MHz Z80. Das ist jetzt nur mal so als Beispiel halt, da laufen tatsächlich die Tasks laufen alle parallel. Also die Pac-Man läuft. Nur mal um zu zeigen, wie das in der Praxis aussieht. Kann auch Videos abspielen. Also in dem Fall ist dann eine IDE-Platte angeschlossen. Jo. Die 80er. Aber wie gesagt, das alles läuft auf 4 MHz, es ist kein Beschleuniger drin. Hier haben wir jetzt noch als letztes Beispiel, das ist auch ein CPC, an dem eine Grafikkarte angeschlossen ist, eine externe, die eigentlich ursprünglich auf dem MSX eingesetzt worden ist. Und da kann man tatsächlich, also obwohl das jetzt immer noch dieser 4 MHz CPC ist, kann man da schon eine relativ schöne Darstellung machen. Ja gut. Dann wollen wir mal anfangen. Ich habe jetzt hier so eine Gliederung halt. Erstmal Motivation, warum ich das auch gemacht habe. Dann komme ich halt zu den Bestandteilen von Symbos, also zum Betriebssystemkern, zur grafischen Oberfläche. Dann noch kurz zum Filesystem. Dann welche Software es bisher so gibt, was für Hardware da unterstützt wird. Und was man so in Zukunft noch so machen kann. Tja, die Motivation. Ja gut, natürlich, warum macht man sowas? Weil man es kann. Ist ja klar. ich hatte 87, hatte ich Freunde in der DDR, die hatten einen Amiga 500 bekommen und ich hatte halt nur einen CPC. Und ich fand den Amiga 500, die Workbench und so, das war so geil damals, also als CPC da halt. Und da habe ich immer gedacht, ich will das unbedingt auch auf dem CPC haben. Damals war ich zu blöd dafür, also mittlerweile habe ich ein bisschen was dazugelernt halt. Und im Grunde war das quasi der Grund, warum ich halt Symbos irgendwann angefangen habe. Aber die Sache ist halt, dass mich halt immer Multitasking mega fasziniert hat und grafische Oberflächen. Also jetzt gerade aus den 80ern. Zum Multitasking kann man ja Folgendes sagen. Das ist ja im Grunde, war das immer schon bei Computern ein sehr wichtiger Bestandteil. Also früher die Computer, zumindest ab den 50ern halt, die waren immer so teuer halt, dass man die mussten quasi Tag und Nacht laufen halt. Und damit sie sich bezahlt gemacht haben. Und im Grunde wurden die da schon gezwungen halt, Multitasking, Multi-User halt zu machen. Und gut, zuerst lief das mit Batch-Verarbeitung. Das war dann aber sehr unbequem, dann hat man halt irgendwie sein Programm da abgegeben, dann lief das ein paar Stunden halt, dann hat man das wiedergekriegt. Irgendwie hat ein Zeichen nicht gepasst und dann konnte man in 3 Tagen wiederkommen und wieder das Programm halt eingeben. Und dann kam halt dann später die Multi-User, Multi-Programming mit den Terminals und sowas halt.
Und es ging halt immer darum, dass die Rechner möglichst ausgelastet waren. Und im Grunde erst seit den Homecomputern und Personalcomputern ist Multitasking erstmal, war das plötzlich, gab es das irgendwie erstmal nicht mehr halt. Weil dann plötzlich ein einziger Typ hatte den ganzen Rechner halt. Und deswegen kannte man das im Grunde halt, normale Leute kannten in den 80er Jahren gar kein Multitasking, die hatten halt ihren C64 und ein bisschen Kommandozeilen und so. Ja, und dann kam es halt wieder auf in den 90ern mit den grafischen Oberflächen. Und dann hat es quasi Ende der 90er Jahre, war dann Multitasking wieder auf, selbst auf dem Homecomputer halt normal. Ja, grafische Oberflächen, die fand ich, also zumindest früher, fand ich immer extremst cool. Und das fing ja schon 73 an. Mit dem Xerox hat das ja erfunden, mit dem Alto. Das war ja ein sehr interessanter Rechner, der war ja quasi wie ein heutiger PC. Das war ein Einzelplatzrechner, der hatte Diskettenlaufwerk, auch wenn das noch so groß war. Der hatte Ethernet, der hatte eine Maus, der hatte halt eine Multitasking-Oberfläche, wenn die auch noch ein bisschen zu zusammengebastelt waren. So. Ging dann weiter mit dem Xerox Star. Xerox hat es aber nie geschafft, die vernünftig zu vermarkten. Die hatten nur gedacht, das ist irgendwie, die wollten ja einfach nur Kopierer und Drucker und sowas halt machen und Dokumentenverwaltung. Und so richtig geschnallt, was man mit einer GUI wirklich machen kann, da hast du dann irgendwie erst Steve Jobs halt. Mit der Apple Lisa, die war ja noch ein bisschen teuer. Und dann kam halt der Macintosh 84 raus und dann ging es quasi richtig los. Also durch den Macintosh haben dann alle Atari ST, Amiga, Microsoft hat es irgendwie auch versucht, naja, zuerst jedenfalls nicht so richtig. aber das war eben, das fing halt immer eigentlich erst immer mit 16-Bit-Rechnern an. GUIs auf dem 8-Bit-Rechner hat fast nie funktioniert. Also es gab auf allen möglichen Systemen, egal ob die Atari 8-Bits, CPC, und der Einzige, der es wirklich geschafft hat, ist eigentlich der C64, also halt das Geos. Das war schon verdammt cool, das war halt so ein Klon von dem ersten Macintosh. Im Grunde genauso aufgebaut, also kein Multitasking. Wir hatten der Desktop war so ein Programmstarter und wenn dann ein Programm geladen worden ist, war der Desktop weg, dann war das Programm da halt und du konntest schon so kleine Tools zwischendurch laden, da musst du halt immer irgendwas auslagern. Das war schon wirklich ein verdammt erfolgreiches GUI-System auf einem 8-Bit-System. Aber es war wirklich eher in dem Bereich eine Ausnahme, muss man sagen. Ja, und dann ist natürlich jetzt ist natürlich interessant zu wissen, ob es auch besser geht oder ob es auch eben richtig geht. Und und so komme ich jetzt quasi, jetzt geht's halt, jetzt kommen wir halt, achso, ich will gleich mal in der wieder hier groß machen. Ja. Ja, dann geht's jetzt mit Symos selbst los. Symos hat da zwei wirklich wichtige Sachen, das ist einmal der Kernel und die grafische Oberfläche. Und ich komme jetzt zum Kernel. Der Kernel ist halt wie ein, im Grunde wie ein Microkernel aufgebaut. Der hat wirklich die wichtigsten Sachen, die halt ein Kernel können muss. Das ist halt der Task-Scheduler. Wollen wir so dunkel bleiben? Das ist halt der Task-Scheduler, der sorgt halt für dieses prioritätsorientierte, präemptive Multitasking. Es gibt ja kooperatives und präemptives, da komme ich später zu. Dann kommt die Speicherverwaltung. Das ist auch eine Sache, die jetzt nicht selbstverständlich ist für ein 8-Bit-System, weil ein 8-Bit-System hat normalerweise nur einen 16-Bit-Adressbus, kann also eigentlich nur 40 Kilobytes verwalten. Symos kann aber mit bis zu 1 Megabyte, da ist dann eben auch das Memory Banking bei und das wird halt möglich so gemacht, dass die Anwendungen davon gar nichts mitkriegen. Dann gibt es das Dritte, was ein Kernel können muss, ist halt die Interprozesskommunikation. In einem Multitasking-System schicken sich Prozesse halt, es gibt nicht wie bei einer normalen Programmierung halt, dass man Unterroutinen aufruft, oder also wie bei DOS oder sowas halt, irgendwie Betriebssystemfunktionen als Unter. Routine, sondern man schickt Messages, die dann irgendwann ankommen, abgearbeitet werden und zurückgeschickt werden mit dem Ergebnis halt,
Das ist auch wichtig halt in einer multisassigen Umgebung. Und gut, als viertes komme ich nochmal kurz drauf, warum ich jetzt Michael Kölner gemacht habe oder was jetzt da das Besondere ist und sowas halt. Ja, dann gehen wir mal los. Multitasking, also ja, wie gesagt, es gab ja früher, also in den 80ern, die meisten Rechner waren alles Singletasking basiert, das heißt also auch die Betriebssysteme. Es wird genau ein Programm ausgeführt, das Programm selber ruft unser Routine auf, kommt wieder zurück, ist eben ein Strang, der durchgängig durchgeführt wird. Das ist halt, die einfachste Version, wenn man halt irgendwie einen Rechner betreibt halt. Also das war halt, es gab auch, ich meine, ja gut, tatsächlich ist es nicht so, also zum Beispiel der 6502, der hätte glaube ich echt ein Problem, der hat eigentlich ein Problem Multitasking auszuführen, mittlerweile hat aber schon so ein Engländer rausgefunden, dass es doch geht, also deswegen würde ich jetzt gar nicht so schlecht über den 6502 reden. Der kann eigentlich auch Multitasking, aber es ist halt schwieriger, also eigentlich ist er auch eher für Singletasking gedacht. Dann gibt es halt, als nächste Stufe gibt es halt das kooperative Multitasking. Da ist es halt so, dass die Prozesse selber bestimmen, wie lange sie laufen, wann sie die CPU-Zeit abgeben und wann dann halt der nächste läuft. Das ist der Vorteil am kooperativen Multitasking, ist, das hat weniger Overheads. Das heißt, die Prozesse selber können zum Beispiel irgendwo rausspringen, wo sie keinen großen Kontext haben. Also Kontext heißt jetzt irgendwelche zwischengespeicherten Varianten, Prozessorregister, irgendwelche Status halt. Die können halt dann rausspringen, wenn halt gerade nicht so viel bemerkt werden muss. Der Nachteil ist, man hat halt quasi weniger Aufwand durch den Kontextwechsel. Der Nachteil ist natürlich, dass ein Prozess, jeder Prozess muss da wirklich optimiert, so programmiert werden, dass er auch nicht zu lange die CPU-Zeit behält. Und weil wenn er das zu lange macht, dann hängt halt das ganze System, dann laufen die anderen Prozesse nicht und dann sieht das für den Benutzer halt ziemlich doof aus. Also kooperatives Multitasking hatte Windows 3 hatte kooperatives Multitasking, das Archimedes OS hatte damals kooperatives Multitasking und das war, ich glaube, waren noch irgendwelche wichtige... Amiga? Nein! Nee, Amiga nicht. Amiga hatte Kryptos. Okay, ja. Achso, das ist der Atari ST? Hat der noch? Ja? Ja, und beim kreativen Multitasking ist es dann halt so, dass es gibt halt einen Scheduler und der grätscht quasi den Task mitten rein halt und sagt, jetzt ist Stopp und jetzt kriegt ein anderer die CPU-Zeit. Und der macht halt einmal verteilt, also unterbricht er die Prozesse und er sorgt auch dafür, also das kann man halt machen, oder das ist auch sehr vorteilhaft, dass man eine Priorisierung macht. Welcher Prozess ist wichtig und welcher ist unwichtig. Und das ist halt ein großer Vorteil auch beim kreativen Multitasking. Also nicht nur, dass das System hängt oder so, sondern dass man halt auch Prioritäten setzen kann. Das ist halt beim CPC oder bei den ganzen 8-Bit-Rechnern, wir haben halt immer, es gibt halt Interrupts, die kommen, man kann zum Beispiel bei jedem Frame Interrupt machen und dann kann man den Scheduler aufrufen und der unterbricht dann halt den aktuellen Prozess und gibt die CPU-Zeit weiter. Ja, die Priorisierung von Prozessen die läuft halt, das ist halt so, dass die wichtigen Tasks, wenn die CPU-Zeit brauchen, dann kriegen sie die auch. Es kann aber auch jetzt, also auch beim präemptiven Multitasking, kann aber auch ein Prozess sich kooperativ verhalten. Also ein Prozess kann ja auch sagen, ich brauche jetzt gar keine CPU-Zeit, was soll ich damit, hier, nimm mal der Nächste die halt. Also man versucht natürlich, es ist jetzt nicht so, dass jetzt ein Prozess immer so lange halt einfach die CPU einlässt, bis er halt unterbrochen wird, sondern der gibt die halt schon freiwillig ab, wenn er die nicht braucht. Und dadurch kann man quasi Prioritäten machen, weil halt der Scheduler sieht jetzt halt, okay, die mit Priorität 1,
die brauchen gar nicht so viel CPU-Zeit, also kann Priorität 2 drankommen. Wenn die auch nicht alles braucht, also jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt hier einen so einen Zyklus, wenn jetzt innerhalb von diesem Zyklus eben nicht also alle halt, also von der oberen Priorität her ausgefüllt wird, dann rutscht halt immer weiter nach unten. Und zum Beispiel jetzt der unterste Prozess, der hat halt eventuell Pech gehabt, weil nichts mehr übrig bleibt, dann kommt er halt gar nicht dran. Dann geht es wieder mit Priorität 1 los halt. Oder wenn halt jetzt in dem Fall halt, dass die alle nichts zu tun haben, dann geht es halt bis zum Leerlaufprozess runter und dann kriegt der halt alles. Und dann kann jetzt, und diese Tatsache ist wieder ganz, ganz witzig, weil der Leerlaufprozess bei Symbos, der zählt einen Zähler hoch und der Zähler vergleicht sich mit der Systemzeit. Und dann kann man wirklich quasi rausfinden, wie stark die CPU, also selbst man kann halt, wie stark die CPU ausgelastet ist, indem man halt den Leerlaufprozesszähler mit der Systemzeit vergleicht, oder mit dem Systemzähler, der halt immer zählt, dann kann man tatsächlich auf einen Prozent genau ausrechnen, wie stark ein Z80-Prozessor ausgelastet ist. Das ist schon ganz lustig. Naja. Würde die Priorität 3 dann, wenn praktisch 1 und 2 die komplette Zyklus brauchen, einfach nicht drankommen? Da kommt er nicht dran. Also in Symbos ist es tatsächlich so, da kommt er gar nicht dran. Es gibt andere, in anderen Multitasking-Betriebssystemen kriegt er irgendwann dann auch mal Zeit. Also es ist nicht so, dass er Zeit für alle 5 Mal dann drankommt, sondern wird einfach... Ja, das machen, also, das machen andere so, das mache ich ja nicht so, das müsste man vielleicht auch mal irgendwann einbauen halt, aber weil irgendwann kriegen die quasi so eine Gnadenzeit, weil damit sie nicht völlig... Wobei, das heißt ja dann eigentlich in dem Fall schon, dass das System so fürchterlich ausgelastet ist, da stimmt das dann auch nicht. Also okay. Oder so halt. Also man macht das also zum Beispiel, in Symbos zum Beispiel, da gibt es einen Unzipper, der kriegt dann halt nur die allerniedrigste Priorität. Dann kann er halt im Hintergrund schön anzippen, aber dass er halt nicht die anderen aufhält und dann kriegt zum Beispiel der Leerlaufprozess niemals Sachen halt. Ja, und hier nochmal, das ist halt so ein Blick auf den Taskmanager. Also es ist dann wirklich halt so, dass Prozesse können verschiedene Starts hier haben. Work sind die halt, die wirklich die ganze Zeit nicht die CPU-Zeit abgeben, sondern die ganze Zeit durcharbeiten und dann vom Scheduler irgendwann unterbrochen werden. Es gibt den Idle-Prozess, heißt der Prozess hat der Prozess hat die CPU Zeit freiwillig abgegeben, kommt aber dann beim nächsten Mal wieder dran. Sleep heißt, der kommt erstmal gar nicht mehr dran, erst wenn er eine neue Message kriegt, dann kommt er dran. Zu den Messages komme ich jetzt gleich. Ja, und jeder Prozess hat halt einen Kontext, der besteht halt aus einem Stackpointer, Registerinhalten und wie gerade der Speicher konfiguriert ist, weil halt auf dem Z80 hat man eben nur 64 Kilobytes. Und bei 1 Megabyte muss man halt wissen, wie gerade das Bank-Switching ist. Das kommt mir auch noch gleich zu. Ja. Wie liegen die im Speicher, die Prozesse? Wie liegen die im Speicher, die Prozesse? Die liegen verteilt auf, also das kommt gleich, die liegen halt in 64K-Blöcken verteilt über die ganzen Megabyte, also über das ganze Megabyte. Je nachdem, wo gerade was frei ist und die werden auch reduziert, aber da komme ich ja gleich mal zu. So, genau, das hier wegen Stack muss ich noch was sagen, also der Z80 hat halt jetzt, das ist eben der Vorteil zum 6502, der kann den Stackpointer in den ganzen 64 Kilobyte rumbewegen. Das geht halt deswegen, das ist halt ein Grund, warum ich früher mal dachte, beim 6502 kann man kein richtiges Multitasking machen, kann man mittlerweile doch. Aber das ist halt beim Z80 schon praktisch, dass man quasi für jeden Prozess nur den Stackpointer umändern muss und dann hat er direkt wieder seinen ganzen Kontext da. Und der Z80 hat auch noch einen zweiten Registersatz, da klappt das mit dem Scheduler besser, das ist dann performanter, weil man nicht so viel zwischenspeichern muss und so. Und ja, das ist eben der Vorteil, aber das heißt nicht, dass an der CPU das nicht auch stimmt. So ja, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das war jetzt... das war jetzt das Multis, also der Task. Jetzt kommen wir zur Speicherverwaltung. Das ist eben halt eben auch mit einem 8-Bits-Rechner halt eine schwierige Sache, wenn es dann halt bis zum Megabyte geht oder vielleicht sogar noch mehr. Bis zu 4 Megabyte bei Z80.
es gibt keine Grenzen. Man kann, also mit Bankswitching kann man theoretisch Terabytes verwalten, wenn man nur genug rumswitcht. Also Symbos unterstützt halt maximal 1 Megabyte. Das ist eben, wie gesagt, der Z80 kann er nicht direkt drauf suchen, der hat nur einen 16-Bit-Adressbus. Deswegen kann er eigentlich nur 64 Kilobyte Speicher gleichzeitig sehen. Der sieht immer nur 64 Kilobyte Speicher gleichzeitig. Und das ist jetzt natürlich jetzt so ein. Ja, das reicht natürlich für, zumindest für Symbos reicht es nicht, weil da sind dann, wenn man so und so viele Fenster und Anwendungen auf hat und so, dann wird es einfach zu eng. Und deswegen gibt es das sogenannte Bankswitching, das kennt wahrscheinlich, also zumindest, das gab es ja auch, früher haben die ROMs ausgeblendet und so, da haben die Bankswitching gemacht, später haben wir dann RAMs dann, also beim C64 war es zum Beispiel so, dass Bankswitching nur mit den ROMs gemacht, das RAM wird dann irgendwie mit dem DMA oder so. Oder teilweise auch ein bisschen eingeblendet, aber beim Z80 ist halt Bankswitching auch relativ üblich gewesen. Aber man sieht halt trotzdem, egal wie viel Speicher man hat, man sieht halt immer nur 64 Kilobyte gleichzeitig. Das ist beim CPC auch schon nicht, also es gibt das System, die können jede 16 Kilobyte einzeln switchen, beim CPC war es auch ein bisschen begrenzt halt. Trotzdem, die Lösung war halt, dass Programme in 64 Kilobyte Bereichen laufen. Das Betriebssystem läuft in den ersten 64 Kilobytes und switcht das dann irgendwie so rum, halt, wie es das gerade braucht. Und das muss man dann eben halt, wenn man dann die Prozesse wechselt, muss man das dann auch mal wieder wiederherstellen. Und wie das dann jetzt quasi, jetzt gibt es ja so zwei Beispiele. Das oben ist quasi der gesamte Speicher von dem ganzen Computer. Und das sind jetzt zwei Felder. In dem ersten Fall, das Grüne ist halt das Betriebssystem, das ein großer Teil vom Betriebssystem ist eben sichtbar, aber es blendet halt einen Teil vom Programm ein, so ein 16 Kilobyte Stückchen da, und kann halt, was weiß ich, wenn es jetzt irgendwie da irgendwas ans Programm oder wenn es jetzt vom Programm irgendwelche Daten zum Beispiel darstellen muss oder sowas, halt, dann werden die halt eingeblendet. Und im zweiten Fall wird das Programm komplett ausgeführt, also wenn ein Programm selber ausgeführt wird, sieht es immer nur seine 64 Kilobyte, da hängt auch nichts im Weg, da hängt kein Bildschirmspeicher im Weg, da hängt kein Betriebssystem im Weg. Die untersten 1 Kilobyte sind Sprungleisten. Und ansonsten hat man immer volle 64 Kilobyte, wenn man die braucht. Ein Programm kann natürlich auch kleiner sein, aber es läuft halt immer in einem getrennten 64 Kilobyte Bereich, wo eventuell dann zwar auch noch andere Programme drin sind, aber das war halt wichtig, dass man immer schön den vollen Speicher hat, der halt so sichtbar ist. Und wo läuft der Scheduler dann in dem Moment? Der Scheduler läuft immer in, also ein Teil davon läuft, also die ersten 1 Kilobyte vom Speicher sind halt immer vom Kernel belegt. Da ist ein Teil vom Scheduler-Code drin, da sind ja auch die Interrupt-Routinen drin. Und ein anderer Teil läuft dann halt in dem ersten Betriebssystembereich. Der Scheduler ist im Grunde halt der wichtige Code vom Scheduler, der ist in jeder RAM-Bank kopiert. Der ist also dann überall drin. Ja. Ja, wie gesagt, also Symbos unterstützt bis zu 1 Megabyte. Also das heißt, die Adressen sind tatsächlich 20 Bits. Also man hat quasi eine normale 16-Bit-Adresse plus einen Nibble noch für den oberen Teil der Adresse. Der Speicher ist unterteilt, das ist jetzt die Speicherverwaltung grundsätzlich in Symbos, das sind 256 Byte-Blöcken, die können halt verschieden reserviert werden, wieder freigegeben werden halt, das ist also eigentlich relativ flexibel. Programme müssen immer reduziert werden, also jedes Programm, jedes Binary hat am Ende so eine Relocator-Tabelle stehen, wo dann drin steht, wo welche Adressen dann geändert werden müssen, wenn die innerhalb von diesen 64 Kilobyte irgendwo verschoben werden. Also es ist halt nicht, beim X86 hat man die Segmentregister, da konnte man mit den Segmentregister das irgendwo hin packen, das geht beim Z80 nicht, das muss man halt reduzieren. Also Symbos gucken natürlich immer, versucht natürlich immer die Lücken schön zu füllen, wenn irgendwo. Man hat natürlich teilweise Speicherfragmentierung, wenn man irgendwie ein Programm lädt, noch eins lädt, das andere wieder freigibt, dann hat man so ein bisschen fragmentiert Speicher, aber ist natürlich generell, wird natürlich versucht, das alles möglichst optimiert auszunutzen. Hier sieht man halt auf dem Screenshot, sieht man ein Beispiel, da habe ich mal 16 Mal so einen Browser gestartet, damit ich die 1 Megabyte voll kriege, das ist gar nicht mal so einfach, auf dem Z80 so 1 Megabyte voll zu kriegen halt, aber
Aber es klappt fast. Also, 80%, ja. Das, ja, zum Glück. Also, ja, also ich bin eigentlich, ein Megabit reicht für jeden. Ne? Die, ja, die Programme adduzieren die ihren Speicher autodidaktisch oder haben die einfach diese 460k Punkt, mit denen sie sich ausdrucken können? Oder muss das Programm auch sagen, ich brauche jetzt nochmal 32k mehr? Du kannst, genau, also in dem Fall ist das auch teilweise so. Also ein Programm kann auch nachträglich Speicher reservieren, der auch in einer anderen Bank ist. Also, okay, also mehr als 460k. Genau. Du versuchst natürlich, wenn du so ein Programm programmierst, versuchst du möglichst, dass das in 64 KB läuft, damit du selber direkt zugreifen kannst. Du kannst aber eben auch mehr Speicher anfordern. Du kannst sagen, ich brauche unbedingt Speicher da und da. Oder also du kannst einen Speichertyp anfordern, ob der dann in einer anderen Bank steht oder nicht. Und aber meistens, wenn du Pech hast, ist der Speicher dann in einer anderen Bank, weil halt deine eigene Bank voll ist. Und da musst du halt dann das dann berücksichtigen. Halt. Aber, ich kann aber auch quer durch die 1 Megabyte komplett durchgreifen. Genau, also du kannst, also ein Programm kann überall drauf zugreifen. Also es gibt halt so es gibt Kopierbefehle vom Kernel halt. Oder wo du halt dir irgendwo was rein und rausschieben kannst oder halt auch so Word oder Bytes schreiben halt, die dann halt auf 20 Bit laufen und so, das was geht. Es ist eben, wie gesagt, es ist bequemer, wenn das Programm nur in den 64 KB läuft, aber wenn du halt mehr brauchst, musst du halt aber dann auch ein bisschen halt umfangreicher dann damit. Und es wird dann eben auch ein bisschen langsamer. Ja. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Interprozesskommunikation. Also das heißt Messaging. Das ist eben eine Sache, die kennt man halt auch aus dem Single-Tasking nicht. Beim Single-Tasking, wenn man irgendwelche Funktionen braucht, irgendwie Funktionen aufrufen will, ruft man halt eine Routine auf, die irgendwo steht, vom Betriebssystem, von der Library, was weiß ich. Und lädt dann halt, also geht dann ein Ergebnis zurück und das ist aber dann eben ein so ein Strang. Das ist quasi synchron, läuft das. In einer Multitasking-Umgebung ist das, da laufen ja mehrere Prozesse gleichzeitig und wenn die jetzt irgendwie zum Beispiel jetzt ein Unterprogramm aufrufen, also eine Library oder sowas, die müssten dann wieder eintrittsfähig sein, also das Re-Entrant-fähig nennt man das halt. Weil, wenn jetzt zum Beispiel ein Unterprogramm aufgerufen wird und mittendrin, wo es noch nicht fertig ist, kommt ein anderer Task dran und der ruft wieder dasselbe Unterprogramm auf, dann hat das, dann, wenn das lokale Varianten hat oder so, halt dann, dann überschreiben die sich halt dafür und dann ist das, dann hat der erste Prozess quasi, kriegt dann Schrott zurück. Und deswegen müssen die halt wieder einsatzfähig sein, eben, und indem man halt Varianten neu instanzieren halt, und wenn das dann zu, aber das kann halt irgendwann auch ein bisschen sehr komplex werden. Und deswegen ist es sehr praktisch, so komplexere Funktionen, wie zum Beispiel das Bildschirm, Ausgabe, Filesystem und sowas halt, wenn man die in eigene Prozesse auslagert. Und die Prozesse kann man natürlich nicht mehr wie ein Unterprogramm aufrufen, die laufen ja selbstständig halt, genau wie die Anwendung. Aber man kann den Prozessen dann Messages schicken. Das ist auch wichtig, jetzt zum Beispiel, genau, wenn man jetzt gemeinsame Ressourcen nutzt, also zum Beispiel einen Bildschirm, einen Massenspeicher, wenn da jetzt quasi der eine Prozess ein bisschen vom Bildschirm neu aufbaut und dann kommt plötzlich der andere Prozess und will irgendwas anderes neu aufbauen, dann hat man irgendwann Matsche auf dem Bildschirm. Deswegen ist es da auch sehr praktisch, das in eigene Prozesse zu packen, die halt nur dafür zuständig sind und nicht, also dass da nicht mehrere Kochküche verdienen bei. Und deswegen halt, also jetzt ein Großteil der komplexen Funktionalitäten in Summers, die werden quasi durch so eine Art Dienste, also eben das sind quasi nichts anderes als Prozesse, zur Verfügung gestellt. Und denen schickt man Messages. Hier machen wir das und das, öffne mal eine Datei für mich, lad mal die da und dahin oder mach mal auf dem Bildschirm das und das. Und die machen, die arbeiten die Messages dann ab, schicken dann die Antwort zurück. Das ist quasi viel konfliktfreier, als wenn man das über irgendwelche Libraries machen, die irgendwie fähig sein müssen.
das ist eben dann auch sehr praktisch, ja, eben auch gerade bei Hardware-Sachen. Bei Synos ist es halt so, dass jede Hardware darf immer nur von einem Prozess angesprochen werden. Also es gibt einen Prozess, der nur auf dem Bildschirm, der nur den Bildschirm verwaltet. Es gibt einen Prozess, der nur die Festplatte oder also den Massenspeicher verwaltet. Es gibt beim Netzwerk gibt es einen Prozess, der nur den Netzwerktreiber oder nur die Netzwerk-Hardware verwaltet. Anders geht das quasi auch überhaupt nicht in der Multitasking-Umgebung. Das würde nur ein Chaos enden. Fluch und Segen, also dadurch ist auch eine asynchrone Programmierung möglich, beziehungsweise nötig halt. Asynchron heißt, du schickst eine Nachricht ab, mach mal das und das. Aber im Unterschied zu Unterroutinen ist dann nicht quasi dein eigener Prozess stopp halt, sondern der kann dann auch irgendwas anderes machen halt. Und irgendwann kommt dann vielleicht eine Antwort wieder. Dann geht es an der Stelle weiter. Er könnte aber auch quasi einfach noch gar nicht auf die Antwort warten, sondern halt irgendwas anderes machen. Das hat Vorteile, man muss es nicht so machen, man kann auch sagen, okay, jetzt selber gehe ich erstmal schlafen und warte halt, bis hier die Antwort kommt, dann werde ich wieder aufgewacht. Kann man sich, also je nach Situation kann man sich dann eben entscheiden. Wie das dann jetzt quasi so bildlich ein bisschen im Ablauf aussieht. Einfaches Beispiel halt, der GUI-Dienst, der Desktop-Manager von Synos, der ist halt auch ein eigener Prozess. Kriegt dann halt von den Prozessen irgendwelche Nachrichten, die landen in der Message Queue. Das ist eben vom Kernel so ein Bestandteil. Und die Message Queue wird einfach von oben nach unten blöd abgearbeitet. Und dadurch, der GUI-Dienst, der arbeitet jetzt ganz in Ruhe die Message Queue ab, macht irgendwas mit dem Bildschirm, guckt, ob irgendwelche Eingaben kommen oder sowas halt, schickt das dann halt zurück und schickt dann irgendwann, was weiß ich, an den Prozessen zurück. Das geht dann alles so nach und nach, wie es halt gerade so auch so anfällt. Also das ist quasi, das macht die Sachen relativ unkomplizierter. Ja, und jetzt zum Schluss noch, ja, was ist ein Microkern, was ist ein monolithischer Kern? Also ein monolithischer Kern hat quasi alle Betriebssystemmodule in dem Supermode von der, also in einem Block zusammen, der halt in dem Supermode läuft. Der Vorteil von dem monolithischen Kern ist halt, dass die Kommunikation zwischen den Modulen, die läuft halt schneller, denn man muss halt nicht den Kontext wechseln, man kann das halt mit was weiß ich, Calls oder so machen halt. Der Nachteil an monolithischen Kern ist halt die Stabilität, weil wenn man die ganzen Treiber und so von irgendwelchen verschiedenen Herstellern alle in einen Kern reinkompiliert und da stürzt einer ab, dann ist alles im Eimer. Beim Microkern ist es halt so, dass der Kern selber wirklich nur die allerwichtigsten Sachen macht. Prozessverwaltung, Speicherverwaltung, Interprozesskommunikation. Auch Speicherschutz, den gibt es halt beim Z80 nicht, deswegen ist eigentlich, ja, also ist eigentlich jetzt, ist das auch eher jetzt so eine sportliche Angelegenheit. Also es ist im Grunde halt, es ist wirklich vom Aufbau ist es wie ein Microkern, es kann aber halt nicht das leisten, was eigentlich ein Microkern leistet, nämlich halt diese komplette Stabilität, weil halt der Z80 keinen Speicherschutz hat. Ja gut, der Nachteil vom Microkern ist halt, dass man halt gerade, wenn man jetzt zum Beispiel die Treiber im User-Mode laufen lässt und der Kern selber ist im Super-Mode halt, dass dann halt mal der Kontextwechsel stattfindet und dann macht das alles ein bisschen langsamer. Das ist ja dann, da streiten sich ja auch schon seit Jahren alle drüber, was jetzt eigentlich das Beste ist. Linux hat halt einen monolithischen Kern, die sagen halt, wir haben so viele User, Helfer, die gucken schon, dass das stabil bleibt. Microsoft hat halt einen Hybrid-Kern. Ein paar Sachen lassen die halt auch aus dem Superbereich raus, aber ein paar werden halt mitten im Superbereich mitgemacht. Und so, wie heißt das, Minix hat halt einen richtigen Microkern, also Kern. Das ist halt, ja, da haben wir das halt mal richtig, aber ich glaube, dass jetzt gerade auch im Serverbereich ist tatsächlich sogar ja, Linux auch relativ führend, also der monolithische Kern ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Trotzdem habe ich halt bei Windows halt Microkern, bei Synos halt so eine Art Microkern-Technologie. Das ist ja immer so eine, die Architektur, wenn man das jetzt immer so in Schichten sich gucken kann. Bei Synos, also oben laufen die Applikationen. Dazu gehören auch so Daemons halt, also Dienste, so wie zum Beispiel der Netzwerkdienst.
dann kommt halt diese High-Level-Schicht vom Betriebssystem, also das sind die ganzen Manager, also die GUI-File-System und sowas. Und die Low-Level-Layer ist dann eben alles, was Hardware-mäßig ist. Und das ist alles relativ getrennt und wird dann halt in so, also kann man in so Schichten darstellen. Ja gut, das war jetzt der Betriebssystemkern. Jetzt kommen wir halt zum zweiten wichtigen Punkt, großen wichtigen Punkt, der mir damals wichtig war, die grafische Oberfläche. Ich habe halt damals das schon relativ nah an Windows 95, 98 angelehnt, weil es damals relativ verbreitet war und ich eigentlich zeigen wollte, dass man genau das, was damals alle hatten, eben Windows 98 so, dass das eben auch um CPC geht. Ich hätte eben auch, was weiß ich, die Amiga Workbench oder so, die fand ich auch ziemlich geil damals halt, aber ich wollte einfach, dass die Masse, also die meisten Leute, die haben halt mit dem PC gearbeitet, mit Windows und so, da wollte ich halt quasi zeigen, dass genau das eben auch immer noch um CPC geht. Ja, die grafische Oberfläche, die ist halt unterteilt in die Low-Level-Routinen. Also in quasi Low-Level- und High-Level-Routinen. Low-Level-Routinen sind die wirklich die Basics machen und die quasi das quasi der Grafikkartentreiber. Und die High-Level-Routinen sind dann die ganzen Fenster malen, verwalten. Ja. Und als dritten Punkt werde ich noch über das Redraw-Konzept bei Synmos sprechen kurz. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Fenster im Hintergrund ist und es macht Updates, dann, obwohl das quasi teilweise verdeckt wird, wie das überhaupt funktioniert. Also wie das klappt, dass dann eben nur die Teile, die sichtbar sind, aktualisiert werden. Und als vierten Punkt habe ich noch kurz, das ist halt, eigentlich heute ist das trivial, aber bei einem 8-Bit-System ist es halt nicht so einfach, wenn man jetzt verschiedene Bildschirmauflösungen mit verschiedenen Farbtiefen hat, wie man das dann umrechnet zwischen 2, 4 und 16 Farben, ohne dass man jetzt da riesen Prozessorzeit baut. Okay, dann kommen wir jetzt erstmal zu den Low-Level-Routinen. Im Grunde ist das ist quasi der Grafikkartentreiber von Synmos. Also das ist quasi, wie ist ein Grafikkartentreiber in Synmos aufgebaut? Eigentlich total einfach. Man reduziert alles auf ganz viele, also auf ganz wenige einfache Sachen. Das ist Flächenlinien malen, Text ausgeben, also das ist proportional, Bitmaps plotten, Mauszeiger plotten und Bildschirmbereiche scrollen, kopieren, wiederherstellen, was weiß ich. Alle Funktionen sind, es ist immer wichtig, dass sie alle Pixel genau arbeiten können, das heißt, du kannst an jeden Pixel, das ist nicht mit 8x8 oder so beschränkt, sondern das kann an jeden Pixel kommen und es sind auch alle Clipping-fähig. Clipping heißt halt, dass du immer nur einen Teil von dem Bitmap halt darstellst und der andere ist dann weggeschnitten, weil der entweder aus dem Bildschirm raushängt oder vom Fenster halb verdeckt wird. Das ist eben wichtig, dass eben diese Low-Level-Routinen alle können. Und die haben halt wirklich eine einheitliche Schnittstelle. Das war ursprünglich durch den CPC ist das entstanden, weil der CPC hat drei verschiedene Bildschirmauflösungen, 640x200, 320x200 und 160x200. Und die wurden schon alle unterschiedlich von der Codierung, sind die schon alle unterschiedlich gewesen. Also ich war quasi gezwungen, das schon so strikt zu trennen. Hat sich dann später als Segen ergeben, weil nämlich, als ich dann plötzlich die Idee hatte, das zu portieren, hatte ich richtig schön schon so einen abstrakten Bildschirmtreiber halt. Das war schon ein ganz guter Vorteil. Ja gut, das ist nochmal, also genau die Schnittstelle, das heißt die High-Level-Routinen, die wissen gar nicht, wie ein Bildschirm aufgebaut ist. Die wissen auch nicht, also die können einfach ein Bildschirm bis, also quasi 16-Bit-Koordinaten ansprechen und dann kann man im Grunde, also das ist jetzt hier tatsächlich ein wichtiger Screenshot der hat eine Auflösung von 1024x212, ob man das jetzt so nützlich findet, das weiß ich nicht. Aber das die High-Level-Routine ist das egal, die arbeiten eben mit 16-Bits Koordinaten, kann man quasi, das ist quasi egal, wie hoch die Auflösung ist. Warum Vorzeichen? Ja, weil es manchmal auch eine negative Koordinate gibt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt aus dem Bildschirm rausscrollt oder sowas halt, also wenn man jetzt links aus dem Bildschirm raushängt. Ja, der Fensteraufbau ist komplett objektorientiert. Also das ist nicht so, dass jetzt ein Fenster irgendwie eine Bitmap ist oder sowas, sondern ein Fenster ist eben aufgebaut durch ganz viele Controls, also
Widgets oder wie man die nennen will halt, so verschiedene Elemente, die haben alle ihre Attribute, so ein bisschen objektorientiert, also wir haben so Standard-Attribute, Größe und Position natürlich, Standard-Methoden, Plot-Updates, On-Click, On-Key und sowas, also wenn man eine Taste draufdrückt oder wenn man halt anklickt. Und auch der Desktop, also der Hintergrund von der Oberfläche, der ist auch ein Fenster, wo man halt nur den Rahmen nicht sieht. Und der Vorteil ist halt, man muss halt keine Hintergründe speichern. Also früher hat man in den 80ern, wenn man so GUIs gemacht hat, dann wenn da ein Fenster geöffnet worden ist, dann hat er erstmal den ganzen Hintergrund gespeichert. Das hat dann fürchterlich viel RAM benutzt. Das fällt halt hier komplett weg, weil man, sobald ein Fenster wieder zugemacht wird, dann wird nicht der Hintergrund wieder hergestellt, sondern wird der Hintergrund neu gemalt. Und jetzt zum Neumalen kommt man jetzt hier noch zu dem nächsten Punkt. Das ist dieses Redraw-Konzept, das heißt, wie aktualisiert man ein teilweise verdecktes Fenster? Weil das ist jetzt hier zum Beispiel der Movie-Player, der spielt da gerade ein Video ab, wird aber jetzt verdeckt hier teilweise vom Taschenrechner und von irgendeiner Infobox. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Methoden, soweit ich zumindest mal weiß. Das ist einmal, man hat eine Bitmaske, die legt man da drüber halt und geht die quasi jeden Pixel durch und guckt, ist der Pixel verdeckt oder nicht und malt den dann oder nicht. Ich glaube, das macht irgendwie Apple so, das haben die Mac so gemacht, oder die Mac-Oberflächen. Ist aber jetzt fürchterlich langsam, also gerade auf dem 8-Bit-Rechner. Und ich mache halt diese sogenannte Dirty Rectangles Methode. Also ich wusste damals gar nicht, dass die so heißt. Das ist so eine. Ich unterteile quasi das verdeckte Fenster in einzelne Unterrechtecke und male die alle einzeln nacheinander. Also ich schränke jedes Mal den Bildschirm quasi so ein, halt, male dann halt das, dann schränke ich den Bildschirm auf das ein, male das, also male quasi wieder das ganze Fenster. Also es wird quasi fünfmal das ganze Fenster gemalt. Aber immer nur in diesem, aber immer nur dieser Bereich. Der andere wird quasi von dem Clipping her eingeschränkt. Kriegt die Anwendung quasi die Aufforderung, jetzt diesen Bereich weiter? Nee, die Anwendung weiß davon gar nichts. Also das macht die Anwendung sagt, hier mach mal das Bitmap von dem Film neu. Und die GUI sagt dann, okay, ich mach das Bitmap neu, merkt aber halt, das ist verdeckt und dann macht die GUI quasi fünfmal das Bitmap, also zeigt das ganze Fenster in dem Bereich neu. Und das ist erstaunlich schnell. Also ich habe das auch zuerst nicht gedacht. Ich habe gedacht, da ist so viel Overhead. Aber das geht fürchterlich schnell, weil das Langsamste ist immer noch das Malen. Also dieser ganze Overhead, Koordinatenberechnung und sowas halt, das ist immer noch viel weniger schlimm, als jetzt immer dann die ganze Bitmap zu malen halt. Also das geht schon recht fix. Naja, achso, und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt. Was ich jetzt quasi etwas, ja, das ist wie gesagt, bei heutigen Systemen ist es trivial, weil die Farbtiefen werden immer von der Grafikkarte irgendwie kondensiert. Beim 8-Bit-System, also Simos kann halt unterstützt 2, 4 und 16 Farbbildschirme und Bitmaps, die auch 4-farbig oder 16-farbig sind. Wenn man jetzt halt ein 2-Farb-Bildschirm hat, dann kann man eben auch nur 2 Farben darstellen. Wenn man jetzt aber ein 16-Farb- oder 4-Farb-Bitmap hat, dann ist das dann muss man das irgendwie umrechnen, also muss man das halt runterrechnen. Und da haben wir halt die Farbpalette so definiert, dass man einfach nur die obersten Bits immer wegschneiden muss. Also wenn man jetzt eine 4-Farb-Grafik voll darstellen kann, dann stellt man alle 4 Bits da. Wenn man jetzt nur 4 Farben hat, dann schneiden wir die oberen beiden ab, kriegt dann quasi so eine Graustufen-Farbpalette, die aber, wenn man jetzt die halt hier drüber mappt, dann ist das von der Intensität immer noch ungefähr gleich. Also dann hat man halt mal hier also ganz hell, ganz dunkel, mehr hell, weniger hell. Und das ist ungefähr hier bei diesen farbigen Farben, das passt halt immer übereinander. Und wenn man halt nur schwarz-weiß hat, wenn man nur 2 Farben hat, dann ist es eben schwarz-weiß und dann schneidet man wieder die oberen Beine, dann schneidet man halt das auch noch ab, das Bit, dann hat man nur schwarz-weiß. Und das passt aber auch wieder so halt. Das heißt, man hat mit ganz wenig Aufwand, kann man Farben beliebig umrechnen, also beliebig runterskalieren, also runterstufen. Und das ist dann jetzt hier so ein Beispiel. Das ist genau dieselbe Grafik, wo einfach nur
quasi hier wurden direkt drei Bits abgeschnitten. Hier wurden zwei Bits abgeschnitten und hier wurde nur ein, hier wurde keins abgeschnitten. Das waren also in 2, 4 und 16 Farben. Ohne dass jetzt irgendeiner was aufwendig umrechnen muss. Und das ist halt wichtig, dass man halt, weil es immer eben auf verschiedenen Systemen läuft, die verschiedene Farbtiefen haben, dass man trotzdem dieselben Ausgangsgrafiken benutzen kann und das immer noch schnell dargestellt wird. Ja, dann machen wir das mit der Boolean nicht durch. Sind die Farben frei zulassbar? Oder also das hängt wahrscheinlich von der Farbe. Also die Sache ist natürlich, in 16-Farbmodus sind die Farben fix. Weil du hast ja verschiedene Anwendungen und die haben ja alle ein eigenes Fenster. Wenn jetzt die eine Anwendung die Palette oben definieren würde, dann wird das in einem anderen Fenster ja total kaputt aussehen. Also das ist, ich glaube, das war mal zwischen, es gab mal irgendeine Windows. Da hat es, wenn du einen Grafikprogramm geöffnet hast, dann hat das irgendwie seine eigene, dann waren plötzlich in einem anderen Fenster, dann waren die Farben alle falsch oder sowas. Und nee, also bei Windows habe ich das halt gemacht, dass die 16 Farben, die sind fix. Wenn du jetzt allerdings nur einen 4-Farben-Modus hast, dann kannst du die definieren, wenn du lustig bist. Also dann ist das schon frei. Aber jetzt die 16 Farben, dass die umdefiniert werden können, das macht keinen Sinn, weil nämlich dann die Grafiken je nach Fenster völlig kaputt aussehen. Mhm. Ja, jetzt kommen wir noch zum Filesystem. Das ist nur eine kleine Sache, das ist auch in drei verschiedene Layer aufgebaut. Windows unterstützt halt verschiedene, also es kommt ja vom CPC. Der CPC hatte damals, der basierte auf CPM. Der hatte quasi das CPM-Filesystem, das sein eigenes nannten die halt Amstrad. Und während zum Beispiel jetzt der MSX oder andere, die basieren auf FAT. Und jetzt muss man das halt alles unter einen Hut kriegen. Und deswegen kann man da auch wieder verschiedene Levels, also Layer einführen. Also Low Level ist ganz einfach nur Sektor lesen, schreiben, fertig, das war's. Also die ganzen Massenschweintreiber, die können nichts anderes als Sektor lesen und schreiben, kriegen eine ID, die ist 32 Bit. Und ob das jetzt eine Diskette ist, ob das jetzt eine Festplatte ist, eine SD-Karte oder was das, oder USB oder was auch immer, ist egal. Das reicht eben für die Low-Level-Schicht. Die kann man dann relativ einfach auch Treiber schreiben und austauschen. Die Mid-Level-Schicht, das ist das Filesystem, also das Filesystem spezifisch, die muss eigentlich auch nicht viel mehr machen, als einfach nur wissen, wie reserviere ich Cluster, wie gebe ich die wieder frei, wo registriere ich das halt und gibt mir eine Clusterkette, also gibt mir Clusterketten und auch. Zusätzlich muss ich noch irgendwie Verzeichnis-Einträge lesen und manipulieren können. Cluster reservieren und freigeben und so ist halt völlig unterschiedlich. Bei CPM hat man dieses komische File-Extensions da im Directory. Also wenn ein File größer ist als 16 KB, hat man irgendwelche Extensions oder so. Und bei FAT war das eben schon besser gemacht. Da hat man halt schon so eine FAT gehabt, in denen die ganzen Clusternummern und Ketten, also verkettet drin standen. Aber es ist im Grunde, das ist egal. Also der High-Level muss halt davon gar nichts wissen, wie man das macht halt. Deswegen, also das macht dann quasi die Mittler-File-Schicht, die weiß halt, wie das jeweilige File-System die Cluster handelt. Und das ist dann quasi wieder getrennt. Ja, und die High-Level-Schicht, die wird dann quasi vom Programm erst angesteuert und erledigt eben alles, was halt so ein Betriebssystem in Sachen File handeln können muss. Also das ist eben, Windows kann bis zu 2 GB große Files handeln, also eben von die FAT-Limitierung oder auch diese 200-Bit-Limitierung. Es gehen tatsächlich bis zu 2 Terabyte Partitionen. Habe ich bisher noch nie ausprobiert. Ich glaube, das Größte, was ich bisher dranhängen hatte, waren 128 GB. War aber auch schon ganz, ganz cool. Ja, wenn irgendwie die USB-Sticks oder so billiger werden, dann würde ich mir auch mal versuchen, da so ein 2 Terabyte USB-Stick zu schießen. Es hat ein eigenes File-System. Es hat ein eigenes File-System. Nee, das ist FAT. Also es wird FAT verwendet. Das wäre dann, also man kann halt alles. Also es wird gemappt auf das jeweilige Unterlinie dann. Also ich kann die Dateien sind abstrakt und die legt da einfach in die FAT12. Genau, je nachdem, wie der Datenträger formatiert ist. Das macht er schon, verschiedene Formate. Also ja, der erkennt schon, ob das FAT ist oder CPM oder sowas halt. Also
kannst damit auch Daten austauschen. Ein USB-Stick, wenn du vom PC mit Fest 32 formatiert nimmst, steckst du da ein, kann er lesen. Richtig, kann genau. Schreiben, also, PC. Also Fett wird nativ unterstützt genau. Von Synos. Also das können wir einfach, der guckt halt einfach im MBR, also in dem. Machst du mit Oracle nach und so, was das ist. Du machst jetzt mit 8.3 ja, also ich unterscheide das. Also das Problem, wenn du von Fett auf CPM willst, dann also halt auf Diskette, dann also das Problem, ich, die lange Fallnamen unterstütze ich nicht. Also da hast du ja auch echt keinen Bock drauf. Nee, da lass mich auch, dann hast du lieber CPM, weil ich kenne ich das. Dann hast du wieder das Detektor voll gemüllt mit irgendwelchen Zusatzeinträgen pro Datei, weil du hast ja bei Fett nur einen Eintrag ja, genau. Und dann auch mit dem UTF-8 und sowas. Lass mal. Also ein Pfad kann schon bis zu 256 Bytes groß sein. Das geht schon, du kannst halt riesen Pfade haben, aber die einzelnen Namen, die sind dann doch auf 8.3 gesteckt. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon fast durch. Ja, noch nicht ganz. Darf ich noch kurz zu den 8.3 fragen? Ja. Sind die 8 gleichzeitig geöffnet und vor Prozess oder ist das insgesamt? Sodass also man kann 8 Files gleichzeitig öffnen. Also es gibt nicht wie bei CPM diesen File-Control-Block, weil dann hätte man wiederum den bei Anwendungsbereich, dann wäre es wieder ein bisschen langsamer gewesen, dann hätte das Betriebssystem dann auf das Anwendungsprogramm zugreifen müssen. Deswegen habe ich gesagt, die File-Control-Blocks sind quasi alle im Betriebssystembereich und dann bin ich halt beschränkt. Da habe ich halt einen beschränkten Speicher nur und dann habe ich halt gesagt, okay, 8 gleichzeitig geöffnete Files, das muss reichen. Wenn das halt nicht reicht, ist dann ist halt doof, aber. Aber schon mal was Prozess, oder? Wenn ich 10 Prozesse laufen habe und jeder liest ein File, das geht schon, oder? Ja, eben nicht. Also wenn, so, okay, also, ja, also, ja. Wenn die alle gleichzeitig einen File öffnen wollen, dann gibt es ein Problem. Also dann kriegt der 9. halt gesagt, ist voll. Also musst du warten oder was soll ich. Ja. Das ist eben der Grund, weil also du hast ja bei CPM hast du ja diese FCBs oder auch bei alten DOS-Versionen hast du auch noch die FCBs gehabt, diese File-Control-Blocks, das sind irgendwie was weiß ich, 16 Byte oder so, die standen irgendwo rum. Und dann, da konntest du quasi so viele Files öffnen, wie du wolltest, weil alle ihre FCBs da irgendwo bei den Anwendungen stehen hatten. Hier ist das eben ein Problem, weil erstens ist ein geöffnetes File, hat bei Symbos relativ mehr Infos, weil das auch noch ein Teil von der Clusterkette drin gespeichert wird, damit das schneller geht und so. Also aus Performance-Gründen habe ich das quasi das halt so entschieden. Das ist dann quasi so wie bei älteren, wie bei neueren DOS-Versionen. Also die späteren DOS-Versionen hatten ja nicht mehr ein FCB, sondern halt so einen Händler, einen File-Händler. Und so ist es hier quasi bei Symbos jetzt auch. Ja, okay. Ja, Multiplattform-Fähigkeit. Wie gesagt, Symbos läuft mittlerweile auf 4 verschiedenen Rechnern. Ich habe noch 2 Kandidaten, wo es auf jeden Fall auch noch drauf läuft. Ja, jetzt ist halt, warum ist das portierbar? Kurzversion, die von CPC entwickelt wurde. Der Grund ist einfach der, das ist tatsächlich so, hätte ich das auf dem MSX oder so entwickelt, hätte es nicht auf dem CPC funktioniert, hätte ich es irgendwie auf dem Spektrum entwickelt. Hätte es zwar überall gelaufen, aber dann wäre es beschränkt gewesen. Also viel beschränkter leider. Ja, also der CPC war quasi genau der perfekte Startpunkt, weil der hat vom Memory Banking hat der bestimmte Einschränkungen, die dann andere nicht mehr haben. Der hat verschiedene Bildschirmmodis gehabt, dadurch habe ich erst diese Kapselung von der Loader Level Routine gemacht. Also grundsätzlich ist es halt einfach so, dass es halt deswegen portierbar, weil eben alles schön gekapselt ist. Und weil es eben auf dem CPC, also auf dem System läuft, was eben die anderen auch noch, was jetzt nicht zu eingeschränkt ist und was aber eben die anderen quasi auch alle so ungefähr können. Ja, generell, also die ganze Kapselung ist halt wichtig. Und warum sind Anwendungen plattformunabhängig? Das ist auch wieder, weil die haben einfach keine Ahnung, wo sie laufen. Also, das ist echt wichtig. Also, das ist eben auch das Schöne an so einer grafischen Oberfläche. Die Anwendung weiß ja eben, wie groß ist das Fenster, wie groß hat der User das Fenster gemacht, wo auf dem Bildschirm hängt das Fenster rum. Das ist eben der grafische Teil.
vom Speicher her ist es einfach, ja, da haben wir es halt einfach so gemacht, dass, dass eine Anwendung irgendwo im Speicher läuft, die wird reloziert, die weiß nicht, wo sie läuft, die weiß auch, die weiß halt, im Grunde weiß sie halt nichts, die weiß nicht, wie der Speicher aufgebaut ist. Die muss sich einfach daran halten, dass sie das Betriebssystem teilweise benutzt. Und ja, das war es im Grunde halt. Und das ist wirklich so, dass man quasi jedes Binary, also jedes Excel kann man wirklich einmal das Diskette in MSX schieben, starten, einmal das Diskette in CPC schieben, starten, genau dieselbe halt, in Enterprise und in Joyce. Also, es gibt wenige Ausnahmen, da hat die Anwendung dann wirklich ein bisschen was angepasst, aber also eigentlich quasi 99% der Anwendungen laufen ohne Modifikationen auf einem System. Weil die eben einfach nicht, die Anwendungen wissen nicht, was du für eine Bildschirmauflösung hast, die wissen nicht, was du für eine Farbtiefe hast. Also die wissen nicht, ob sie jetzt in 2, 4 oder 16 Farben laufen, wissen sie alles nicht. Und deswegen ist das macht das eben echt einfach, dann halt das so plattformunabhängig zu machen. Ja, das programmiert ist, in Assembler. Ja, also ich programmiere selber alles in Assembler, aber es gibt halt, da zeige ich gleich noch kurz, es gibt halt so eine Entwicklungsumgebung, da kannst du auch in Basic programmieren. Dann wird das natürlich assembliert, also das wird natürlich kompilierter. Ja gut, das sind jetzt hier die unterstützten Plattformen, einmal der Amstrad CPC, das ist halt mein eigenes Ursprungssystem, da bin ich mit aufgewachsen. Dann als dann die erste Version rauskam, 2006, da habe ich auch Christian kennengelernt, da kam dann halt einer auf die verrückte Idee und meinte, ob man das hier auch MSX portieren kann. Das ist eben die zweite Plattform, die unterstützt. Der MSX ist schon ein bisschen besser als jetzt, also der ist, hat ein paar, bisschen leistungsfähiger als der CPC, der hat bessere Grafik, ein paar gute Standards. Der hatte so eine Mauswarnstandard, der hatte eine Echtzeituhr und noch so ein paar andere Sachen. Der hatte eben auch schon das FAT-File-System. Dann ging es weiter. Dann habe ich das irgendwann auf den Joyce portiert. Der Joyce ist quasi eher so eine Art Rückschritt. Also der hat zwar eine sehr hohe Auflösung halt, aber zwei Farben. Ansonsten kann er eigentlich auch nicht viel, aber ist eigentlich ein netter, dafür hat er viel RAM. War ein auch ein nettes Projekt und zum Schluss kam dann noch der Enterprise dazu. Okay. Ich weiß nicht, ob den Enterprise, ob den einer kennt. Also weil der ist eigentlich relativ selten halt. Das war auch ein englischer Computer, der wurde dann aber irgendwie zu spät raus und ist dann gefloppt und wurde dann noch in Ungarn irgendwie verkloppt. Also in Ungarn gibt es echt eine sehr aktive Szene. Also, und eine sehr fleißige, die ist zwar klein, aber extrem aktiv und fleißig. Hast du denn jetzt schon Massenspeicher beim Joystick dabei? Ja, das IDE-Interface. Ah, okay. Das läuft auch. Das ist das auf der. Von dem John B. da. Ah, okay, das ist zum hinten drauf. So. Ja, ja, das ist ja alles hinten. Ja, ja, weil vorher hatten die ja nur so ein IDE-Interface für ein Z80, also wo du Z80 aussockelst. Nee, das ist ja hinten am Ende. Das war der Expansion-Boss. Das war von Tillmann. Ja, genau, das war Tillmann, ja. Ach, das GIDE? Ja. Ja, das ist ja schon ganz alt, das ist ja ganz früher oder so. Okay. Ja, das ist richtig hoch zu vermeiden. Nee, aber also für den Joyce, ja, genau, da gibt es jetzt auch endlich einen Massenspeicher und so. Und da kannst du jetzt sogar auch ein Joyce-Videos abspielen. Oh, geil. Okay. Ja, Software. Was gibt es bisher? Also es gibt jetzt aktuell irgendwie 40 Anwendungen oder so. Ein Drittel davon hat ein holländischer Kumpel programmiert, mittlerweile, also er hat sogar ein IRC programmiert für Symbos. ja, das Columns ist auch von ihm. Es gibt halt einen Videoplayer, Grafikviewer, was weiß ich, so den ganzen. Ich habe halt irgendwann mal einen Browser angefangen, der ist aber noch nicht ganz fertig, da fehlt noch quasi die HTML-Konvertierung. Ja. Es gibt hier ja, Notepads, ja, den Musikplayer, den benutze ich ziemlich oft, der kann auch mittlerweile MP3s und so. ja, also mit der entsprechenden Hardware. Ja. Und wie gesagt. Ich habe eine Frage. Wie macht man den denn netzwerkfähig? Dann so ein Rechner, ist das noch Akustikkoppler oder? Nee, was brauche ich dafür? Ja, eine Netzwerk-Hardware-Erweiterung. Und zwar, das ist jetzt hier der nächste Teil, das ist halt. Ah, cool. Der Network-Dienst, der braucht halt eine Hardware, die den TCP-IP-Stack aber schon auf der Hardware macht. Also den, okay. Das mache ich mit dem Z80. Also es gibt Z80-Implementationen von TCP-IP-Stack. Das hieß damals CPC-IP. CPC-IP, was ist das? Funkbar langsam. Das,
Ja, das war langsam. Das war halt über serielle Schnittstelle damals. Ja, ja, genau. So ne, also es gibt zum Beispiel so ein, es gibt den ESP8266, da habe ich einen Treiber für, also das von dem M4-Board. Dann gibt es den W5100 oder so, das ist auch so ein, das ist ein Ethernet-Hardware-Erweiterung. Also es gibt verschiedene, ich glaube momentan gibt es drei verschiedene Netzwerk-Hardware, die halt da, wo ich Treiber für habe. Und dieser Netzwerk-Daemon, der läuft eben auch als Prozess im Hintergrund. Und quasi, wenn du jetzt eine Applikation schreibst, die jetzt halt netzwerkfähig sein will, wie zum Beispiel dieses hier IRC und so, dann sucht das über das Betriebssystem diesen Prozess und fängt dann mit dem Prozess an zu reden über Messages. Also dann sagt hier, öffne mal die Verbindung zu der IP-Adresse über den Port halt, dann kriegt das immer eine Antwort halt und dann sagt das, okay, wenn jetzt Pakete reinkommen, dann schiebt die bitte hier in den Speicher halt, so und so viel und so. Und dann der Netzwerk-Daemon, der redet dann quasi auch wieder als Dienst mit verschiedenen Prozessen eben über dieses Messaging. Also das mit dem Messaging ist halt schon recht praktisch. Und was für einen Durchsatz kriegst du da hin? Ein paar Kilowatt pro Sekunde auch mehr. Das reicht jetzt nicht für die großen Java-Applikationen oder so. Also es reicht für Telnet, Star Wars. Dafür reicht es. Das sieht schon ganz cool aus. Und würde jetzt bei eBay-Fenster sein. Ja. Es reicht auch für Netzwerkspiele. Wir haben Schiffe versenken, gibt es als Netzwerkspiel für Simus. Und Call of Duty. Snake gibt es auch als Netzwerkspiel, wo dann gegeneinander mit den Roboter. Ja. Gut, eine andere Sache ist halt, es gibt auch eine richtige Shell. Also die ist. Die können sowohl im Fenster als auch im Fullscreen laufen. Und es gibt zum Beispiel jetzt für die grafische Oberfläche gibt es ein Erweiterungsmodul, das läuft quasi auch wieder wie so eine Art App, das übernimmt dann quasi den ganzen Desktop, erlaubt dann Widgets und ist im Grunde so wie Windows 98, wenn man halt diese ganzen Erweiterungen, die mit Windows 98 kamen, die ist jetzt quasi damit jetzt auch realisiert. Das ist eben halt diese GUI-Erweiterung. Das war mir relativ wichtig, weil ich finde es immer wichtig, dass das System immer noch auf dem nackten Originalrechner läuft. Also es ist natürlich cool, wenn man jetzt eine Hardware-Erweiterung hat, RAM und sowas halt. Aber ich finde es immer noch wichtig, dass das immer noch auf einer originalen Kiste läuft. Weil wenn es nur noch auf einem erweiterten, mit heutiger Hardware erweiterten Rechner laufen würde, dann finde ich das irgendwie nicht mehr ganz so echt. Ja, genau. Was für ein Standard-Editor verwendet das Betriebssystem? Wie meinst du das mit Standard-Editor? Also, ja, es gibt halt ein Notepad. VI oder WIM oder? Ja, also ach so, Notepad. Ich habe hier so ein Notepad programmiert. Also, okay. das ist der aktuelle einzige Editor, den du da hast. Okay. Da kannst du halt verschiedene Schriftarten auch auswählen. Ja, der habe ich daneben. So ein eigenes Dateiformat. Nee, ASCII, wenn es mal Text. Und wie werden die Sonderzeichen oder die Schriftarten dann kodiert? Also ich habe keine UTF-8. Nee, einfach ASCII, also einfach von Notfalls, also von 32 bis zum 50. Also für Verzeichen. Ja, dann kann man halt, man kann auch eigene Zeichensätze oder so halt definieren. Halt. Ja, und das ist jetzt halt dieses, das hat ein Brite, ein Engländer programmiert. Das ist so eine Entwicklungsumgebung, da kann man unter Windows kann man dann Simos-Anwendungen schreiben. Da sieht man jetzt den Editor. Es gibt auch einen Form-Editor, wo man halt die Fenster und sowas alle selber zusammenklicken kann. Und mit dem Tool arbeitet halt so ein holländischer Kumpel. Und da hat der schon so einige Programme mitgeschrieben, also auch Spiele und wie gesagt IRC und jetzt neuerdings sogar ein E-Mail-Client und kommt komplett mit. Die sind dann auch so wie Outlook Express. Das ist so habe ich leider gar keinen Screenshot von. Aber das ist echt schon cool. Ja. Und das ist halt alles, das ist so eine Art Basic halt, also nicht 100%, aber so ähnlich. Ja, was für Hardware?
Also ja, so Ex, also bisher habe ich jetzt, ich habe mal geguckt, wie viel, was ich schon bisher alles so für Hardware unterstützt habe. Da sind halt 5 verschiedene Grafiktreiber. Beim MSX gibt es fürchterlich viele verschiedene Floppy-Laufwerke und auch Floppy-Controller, auch Massenspeicher und so. Und ja, mittlerweile sind wir halt quasi bei der Menge. Jetzt ist halt, jetzt die letzten 2 Jahre halt, hatten wir uns gedacht, wir haben ja jetzt alles Z80-Rechner, wir haben den Enterprise, wir haben den CPC, den MSX und bisher hat immer jeder Rechner seine eigene Hardware-Erweiterung. Und das sind aber alles Z80-Rechner, die auch fast alle denselben Bus haben. Also der Bus ist zwar bei jedem, also die haben ja alle so einen Expansion-Port, jeder Rechner hat ja so einen, also damals hatten die mal so einen Expansion-Port. Und da wurden die meisten Signale sind ja alle gleich. Die kommen alle vom Z80, Adressendaten, was weiß ich, Memory Requests und sowas halt. Und warum macht man nicht, warum quasi vereint man jetzt nicht nur die Software halt, sondern warum vereint man nicht auch die Hardware? Und das, da haben wir vor 2 Jahren, hat ein Holländer damit angefangen. Und das hat wirklich funktioniert. Also wir haben jetzt, der hat Adapter gebaut, zuerst für den CPC, was der MSX-Hardware, das ist jetzt hier eine MSX-Grafikkarte, die ist aber am CPC dran geschossen. Und genau denselben, genau dasselbe hat dann ein Spanier für den Enterprise gemacht. Und noch ein anderer Spanier hat das für den Joyce gemacht. Und jetzt können wir quasi auf jedem Rechner, auf dem ja, Symbos läuft, können wir auch dieselbe Hardware quasi reinstecken. Also eine Grafikkarte ist, also aktuell ist es nur die Grafikkarte und der MP3-Player. Aber tatsächlich muss man jetzt gar nicht mehr irgendwie, ja, wenn jetzt die Enterprise-Szene, die hatte vorher noch nie einen MP3-Player und jetzt plötzlich konnten die jetzt einfach den vom MSX nehmen. Ich meine, die CPC-Szene hatte vorher noch nie einen MP3-Player. Ne? Also das ist schon echt. Und ohne dass man was neu programmieren muss, läuft das einfach so, ne? Das ist schon echt. Das ist halt das Aktuelle, was wir aktuell so machen halt, dass wir jetzt eben nicht nur Software-Plattform unabhängig sind, sondern auch Hardware-Plattform unabhängig. Ja. Das basiert halt auf dem MSX-Bus. Ja, dann bin ich jetzt eigentlich durch. Dann sind die 10.28 fertig. Ja. Der 128er ist eben das Problem halt, dass der wirklich auf 128 Kilowatt begrenzt ist. Aber naja, da haben wir. Gucken wir mal, ne? Und beim Spektrum ist es eben so, dass der halt. Da kannst du nicht 64 Kilowatt RAM auf einmal switchen. Es gibt russische Klone, die können wegswitchen, aber nicht die komplette. Das RAM ist immer da, glaube ich. Ja, ich glaube, weil nicht das untere RAM, die unteren 60 Kilowatt, ja. Die sind irgendwie immer da, weil der auch da hängt ja das Betriebssystem. Das ist eben auch schon wieder doof, weil da kannst du ja softwaremäßig gar nicht die RSTs ändern halt. Ne? Ja. Ja. Hm. Tja, ja, wenn die Speicher, ja, mit dem, wenn der Speicher hat er, ne? Also Texas Instruments 84, dann glaube ich auch Z80 CPU drin, der Taschenrechner. Diese Taschenrechner, dann macht ja auch die Demos sehen und so manchmal was mit. Also, oder hier, oder Sound und so halt. Aber theoretisch ein Rechner braucht halt eine Bitmap-fähige Grafik und halt und bestimmte Anforderungen ans Bank-Switching. Wenn es die beiden Sachen hat, dann und ich muss halt einen Interrupt haben. Und wenn das geht, dann kann man das portieren. Wie hast du gesagt, da sind noch 2 Rechner in der Mache? Ja, einmal der NC100-200. Ja gut, aber der hat ja auch keine schnelle Grafik. Ja, aber das ist ja trotzdem Bitmap. Also schwarz-weiß reicht. Okay, das ist ein bisschen flacher, aber okay. Ja, ja, das ist schön. Ja, ich würde dann wahrscheinlich auch einen virtuellen, ich würde dann so einen Scrollbar und Desktop machen. Der Grafikkartentreiber ist schon fertig, ich muss. Aber es gibt noch keinen vernünftigen Emulator irgendwie. Und der andere wäre zum Beispiel jetzt der PCW16. Sehr exotisch, aber. Wobei den kriegst du echt günstig in England, oder? Den will anscheinend keiner. Noch vor den Der hat eine 16 MHz
X-Z80 Clone CPU halt. Und der hat 614, der hat eine richtig hohe, schöne Schwarz-Weiß-Grafik, ne? Hohe Auflösung, VGA-mäßig oder so. Und der hat eine eigene GUI, also eine eigene grafische Oberfläche, die ist ATX-artig. Ja, auch, aber ich glaube, der hat ja eine eigene GUI gehabt und die war ja sowas von abartig langsam. Also, wie die das gemacht haben, das weiß ich auch nicht. Der ist ja viermal so schnell wie ein CPC und da kannst du ja richtig gucken, wie der halt von oben so langsam die irgendwie mal einen Bildschirm löscht oder so halt. Ne? Also, naja. Wie sieht es mit Netzwerkanwendungen aus? Also sowas wie zum Beispiel, dass man den Desktop auf dem anderen anzeigt oder sowas? Habt ihr die Also so oder VNC-Führung-mäßig, dass man eine anderes anzeigt. Oder dass man zum Beispiel auch Applikationen schreibt, die aber auf dem anderen. Ja, es gibt einen Netbus. Ja, also es gibt so eine Gag-Anwendung. Da kann der eine CPC den anderen irgendwie so ein bisschen fernsteuern. Aber jetzt nur so als, da kann der irgendwie da kann der eine CPC auf dem anderen, oder nicht CPC, also eine eigene Symbos-Maschine kann eine andere Symbos-Maschine zu den Programmen starten. Und plötzlich ploppen dann irgendwie Programme auf, also weil der andere das irgendwie eingetippt hat und so. Also ein VNC-Client also wäre natürlich witzig, aber ja, weiß nicht, da habe ich mir nicht so richtig beschäftigt. Also. Ja, in Richtung habt ihr ja alles vorbereitet, das liegt dann wahrscheinlich eher an der Datenmenge. Deswegen auch vorhin die Frage mit dem, wie viel könntest du über Netzwerk übertragen. Weil theoretisch könnte man ja mehrere Geräte nebeneinander stellen und dann sagen, okay, wenn du nicht mehr kannst, dann schickst du doch den Gerät daneben und die Rückantwort kommt über das Message. Vorgesehen ist es ja schon im System eigentlich. Ihr habt so Message-Sync, das jetzt als so ein Cluster. Theoretisch wäre es möglich, dass du durch den alten Rechner. Ja, alles muss ja nicht sowas sein, aber zum Beispiel, wenn ihr habt den einen neuen, der vielleicht kommen soll, der schneller ist, dass der was berechnet und die Anzeige macht dann aber der CPC. So was. Ja. Also Biowolf-Rechner auf Symbos-Basis. Ja, also das erinnert mich jetzt gerade so, weil ein Freund von mir, der Dr. Z, wollte mal ein Multicore Z80 machen, also als FPGA. Und das wäre dann auch interessant, ob das in Symbos dann halt auch skalierbar geht, halt, dass dann die Prozesse auch mehrere Cores verteilt werden. Das wäre auch echt geil. Zuerst gehört auf jeden Fall positiv. Das jetzt mit dem Fabrik würde eigentlich funktionieren. Weil dadurch, dass wir sehr schön beschichtet sind. Ja. Solange die CPC-Preise.